Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Final Fantasy 9. Ja, wir sind hier in der wunderschönen Stadt Treno. Ja, haben Alexandria quasi den Rücken gekehrt, da es für uns dort nichts mehr zu machen gibt, zu tun gibt, denn Lily. Lily wird nun Königin und wir werden da nicht dabei sein, denn Pöbel wie wir sind, haben dort scheinbar nichts verloren. Zumindest aus der Sicht von Steiner. Außer was Vivi betrifft. Jedenfalls hat sich unser Grübchen ein bisschen aufgelöst, erkunden ein bisschen die Stadt und wir möchten gerne an einem Kartenturnier teilnehmen. Ganz genau das Kartenturnier, von dem ich schon ganz am Anfang, als wir unsere erste Partie gespielt haben, erwähnt habe. Ich glaube, ich habe es erwähnt, ganz kurz. Zumindest habe ich angedeutet, dass wir mal irgendwie gute Karten und so brauchen. Also, bla. Viel Blabla, nichts passiert noch. Wir starten das Active Time Event. Das schimmernde Wasser am fahlen Mondschein. Hier hat sich auch nicht viel verändert. So eine Pleite. Ist sie also nicht auf meine Fälschung reingefallen? Boah, sie sieht aus wie ein Kanarienvogel, aber sie hat eher die reinsten Adleraugen. Muss ich mir halt was anderes einfallen lassen, um zu Geld zu kommen? Was? Hoppla, hey du! Meinst du machst Eindruck mit einem breiten Gang oder wie? Pass besser auf, wo du hinlatscht. Ich warne dich. Sag mal, hörst du schlecht, oder was? Weißt du überhaupt, wer ich bin? Nein. Ja, gibt's denn sowas? Auf jeden Fall jemand, mit dem du dich nicht anlegen solltest, Freundchen. Moment mal. Dich habe ich doch schon mal irgendwo... Du bist doch der legendäre Rotschopf. Mahagon, was war denn hier gerade los? Der lief ja so schnell, als hätte er ein Gespenst gesehen oder sowas. Jetzt ist mir alles klar. Hast mal wieder Schwächere geärgert, oder? Der Großvater von Aiko sagte immer, der wirklich Schwache ist der, der auf Schwächeren herumhackt. Spar dir deine Predigt. Warum hast du denn so eine kleine Göre im Schlepptau? Oder schlägst du dich neuerdings als Babysitter durch, Rotschopf? Tut mir leid, ich bin schweig. Ein eigenartiger Vogel. Hey, wo gehst du hin, Margon? Ein eigenartiger Vogel. Ach, schön. Ja, so kann es auch mal peinlich werden. Huch. Hallo, kleine Maus. Vor ein paar Minuten kam hier ein Mädchen mit Schleife und so ein kleiner Junge mit Zipfelmütze raus. Da ist doch was im Busch bei dem Kerl. Oh, der denkt, das ist ein Pädophile oder was? Na, ist er ja nicht. Das ist ein ganz lieber Onkel. Die Kinder von heute. Na, so ist es ja nicht gemeint. Was wir auf jeden Fall machen müssen, bevor wir Treno verlassen tun, ist im Auktionshaus mal was kaufen. Hey du, an dir klebt derselbe Geruch wie an mir. Der Geruch eines Diebes. Ja, das müssen wir unbedingt machen tun. Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen soll. Ich laufe vielleicht mal hier rauf. Ich laufe vielleicht mal hier rüber. Ich laufe vielleicht darunter. Der ist ja immer noch betrunken. Kotz, der Wart hat gerade gebrochen. Übrigens, hallo Mogli. Hast du irgendeinen Brief für uns? Gerade hat mir Mogli Milian einen Brief zugestellt, Kubo. Aber er sagte, dass dies vielleicht der letzte Brief sei, der rausgeht. Was zum Bommel soll denn das heißen, Kubo?
von Kubo an Mok Michel. In Alexandria gibt es einen neuen Stern am Sprinterhimmel, Kubo. Ah, wie ein Besessener rast er die Hauptstraße rauf und runter, Kubo. Sein Name ist Hippo. Der Typ ist der Wahnsinn, von dem wird man noch viel hören, Kubo. Na super, das ist alles seine Mutterschuld. Ist ja interessant, aber die Worte von Mogli Milian vorhin wollen mir einfach nicht aus dem Kopf, Kubo. Ach du liebe Zeit, das noch lief? Nö. Was, dann tun wir nix. Ah, warte, ich tu vielleicht speichern. Warte, mein Guter, halt schön stehen bleiben. Und uns speichern sicherheitshalber. Ja, das machen wir. Weil wir ins Auktionshaus marschieren und wir haben nicht so viel Geld. Und ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Bammel, dass das hin und vor nicht reichen tut. Wie viel? 11.000 nur? Das reicht fix hinten vor nie. 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 Wo ist denn das ganze Geld hin? Wo ist denn das ganze Geld hin? Das gibt's ja nicht. Futsch. Alles futsch. Gut, da kann ich mir die Auktion schon mal... Weißt du, wohin? Das ist ja deppert. Echt, das ist gemein. Das ist jetzt echt ein bisschen Käse. Was es heute Aktion geben würde. Das Hauptprojekt der heutigen Auktion ist Grüff von Herz Filterstiefel, Marderenschild, Dunkelkristall. Oh, mei! Wir müssen die ausstechen. Wir müssen die ausstechen probieren. Gut, dass ich gespeichert habe. Das kriegen wir nie. Dafür haben wir viel zu wenig Kohle. Oh, gerade der Dunkelkristall. Boah, das geht drauf. Ja, geht's weiter? Noch wer? Ja. 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 Ich tue noch eins dazu. Komm schon. Puh, Glück gehabt. Jetzt geht's weiter, nämlich. Wir müssen die Leichen schön arm machen. Dann haben wir noch eine Chance, aber ich fürchte nicht. Passt erstmal weg. Wir müssen schauen, dass wir den Dunkelkristall kriegen, aber ich fürchte nicht, dass wir das hinkriegen. Dafür sind die Reichen viel zu reich. Boah, wie viel? 4, 7? Ja, der hat's nötig. Bist du narrisch? Himmelsseiten. 9? 11? Jetzt schon so teuer. Da können wir es gar nicht vergessen, da kann ich schon laden. Da kann ich Geld verdienen gehen. Bist du gescheit? Ich habe das Geld nicht dazu, ich brauche gar nicht mitbieten. Weißt du was? Das ist gerade echt nicht schön. Mir bleibt nichts anderes übrig, ich brauche Kohle. Wir müssen Geld verdienen gehen. Das ist gerade echt schlecht. Wo ist meine Kohle hin? Das ist echt übel. Aber vielleicht, ich glaube, dass wir Glück haben. 50.000 brauche ich sicher. Scheibe. Ja, vielleicht verarmen sie ja unterwegs. Die Reichen verarmen. Ich darf ihm hier mal mitbieten, verstehst? Schau, wo die das hinbieten. Dunkelkristall will ich deshalb haben, weil darin eine Bestie versteckt ist. Und zwar eine richtig coole Bestie. Ich meine, sie hat viel kaputt gemacht, sie hat Leben ausgelöscht, aber es ist eine coole Bestie. Trotz allem. Boah, wie weit geht denn das rauf?
werden jetzt ja wohl arm sein. Warte, ein Schild, das können sie auch haben, das ist mir wurscht. Ich gehe da gleich mal rauf, auf. Hoffentlich kriege ich es da nicht. Ich gehe gleich mal rauf auf den 9, auf 9, würde ich sagen. Oder? Ja, 6, so. Schau, wie das gut geht. So, vielleicht geht's nochmal. Ich sage, ich mache gleich 9. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Gedreckte wollte ich nicht haben. Jetzt muss ich sowieso laden. Jetzt muss ich sowieso neu laden. Okay, ist das bitter. Scheißdreck. Okay. Ich habe zu hoch gebucht. Ich habe gedacht, ich kann die Reichen ausbeuten. Nix da. So, ja. Macht nichts. Wir haben sowieso gespeichert. Ja, ich brauch Geld. Ich brauche sehr viel Geld und wenn ich jetzt beim Kartenturnier weitermache, glaube ich nämlich. Dass ich Pech haben werde und dass die Geschichte weitergeht, dann kann ich mir hier diesen Kristall aus die Haare schmieren. Das heißt, ich muss leider Gottes euch hier ja, einen Hund antun. Ich darf hier auf keinen Fall vorbeigehen. Ich muss jetzt echt umdenken. So. Sicherheitshalber das Kartenturniergebiet meiden. Es ist gerade traurig, ich weiß. Es wäre auch schön, wenn ich meine Mannschaft wieder zusammenbekommen könnte, damit wir hier draußen leveln, Geld verdienen können. Ein paar Gegner umhauen, und zwar ganz bestimmte, die wir schon geklatscht haben. Oje, yeah, das ist gerade bitter. Aiko. Liebe Aiko. Da fällt mir gerade ein, ich muss sowieso hier weg. Haha. Das werden wir machen tun. Mama. Haben wir was zum Abgeben? Wir sind nur ausschließlich an den Stellatia interessiert. Ja. Ja, ich habe gar keine, okay. Ich muss mal weg. Jetzt ist nur die Frage, wo die anderen sind. Active Time Event gibt es nämlich dabei auch keins. So, was steht, was haben die hier zu besprechen? Dunkelkristall. Ja, ich glaube, das wird der Höhepunkt der heutigen Auktion. Ja, aber ich glaube, aber wenn das so ist, dann können wir uns das wohl nicht leisten. War so teuer? Nun ja, wenn aber die anderen Leute ihr ganzes Geld schon vorher verpulvern sollten, dann können wir vielleicht doch ein Schnäppchen machen. Die Stammbieter, die in der ersten Reihe kommen meist nur wegen dem Hauptobjekt. Aber vielleicht konnten sie dazu bewegen, schon vorher ihr Geld loszuwerden. Ah ja, also doch, meine Strategie hätte gestimmt. Boah, das wäre... Hier nochmal ganz kurz. Oh, willkommen! Hast du irgendwas Gescheites, was Neues für uns, Herr von zu Schmied? Na, schaut eigentlich alles gut aus. Wir müssen, bis auf das Marden-Schild, besitzen wir echt nicht. Ich bin schockiert. Echt wahr, ich bin schockiert. Hätte jetzt echt nicht gedacht. Ja, dann will man halt das auch noch, ne? Wir müssen sowieso trainieren gehen, das hilft dir nichts. Also trainieren, Geld verdienen halt. Und ich muss schnell, bevor ich das alles mache, muss ich ganz schnell ins Dorf Dali gehen, weil wir dort nämlich ja, normalerweise was bekommen. Geh weg da. Also rauf hier, rüber da, machen wir das schnell. Na, komm. Ich hoffe, wir kriegen das alleine gestemmt. Darüber. Das sind normal eh nur schwache Monster. Ich hoffe es. Werden wir gleich sehen. Da wären wir jetzt leider Gottes nicht reich. Da müssten wir dorthin gehen, wo wir Vivi hingeschickt haben, nämlich zu seinem Zuhause. Dort müssten wir hingehen und dann wird man... Ja,
sehr schön. Ja, das ist jetzt gerade wieder voll nervig. So, zack. Und zack, aus. Sauber. Ja, wie gesagt, viel Geld ist es nicht, aber dafür bekommen wir einen Jadestein. Einen Jade von der Stein. Tap, 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 tap. Rein da. Ja, solche Dinge muss man leider nebenbei machen. Nein, müssen nicht. Man kann, wenn man halt so ziemlich alle Schatztruhen und so haben möchte. Also hier rüber. So. Die Brücke ist auch ein Hammer. Dann haben gerade so zwei Füße nebeneinander Platz. Von der Breite. Servus, ich will da raus, bitte. Hier geht's weiter nach Tali. Das Tor nach Treno liegt gegenüber. Ja, passt, ich will da raus. Ich will da raus. Jetzt sag bloß, ich darf nicht. Ja, ich will durch, Herrschaftszeiten. Einen Passierschein scheinst du ja zu haben. Moment, ich mach gleich auf. So, danke. Das dachte ich schon, ich darf nicht durch, ey. Weil der Dorfschulze ist gerade in Alexandria. Und da dieser Dorfschulze gerade in Alexandria ist, dürfen wir normalerweise, ja, unentdeckt in sein Häuschen rein. Normalerweise. Drei Schlangen. Sauber. Zack. Dick mittendrin, das schaut glatt aus, als ob ich schon was gegessen habe. Da muss ich da rein. Ja, du mit deinem Schnellfeuer. So, ja. Sehr schön. So, lauf, 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 lauf. Wir können auch bei dem Großvater Josef ist er, glaube ich, werden wir auch vorbeischauen, denn wir haben einmal Schibo, eine seiner Lieblings-Kaffeebohnen. Ich fand es ja auch äußerst verdächtig, aber wer hätte gedacht, dass sie für den Krieg benutzt wurden. Oh ja, mir gefielen einfach die Luftschiffe, deswegen wollte ich hier auf dem Leuchtturm in aller Ruhe meinen Lebensabend verbringen. Aber ich bin erschöpft. Ich habe hier was für dich. Ein Königreich für einen guten Kaffee. Ich habe hier was für dich. Achso, der nimmt nur, wenn alle drei beieinander sind. Na toll. Der hat nie mal alle beieinander. Na, true. Der war gemein. Der war fies und gemein. So. Ich hoffe, ich liege richtig und ich vertrödel jetzt nicht die Zeit. Mir kam vor, das müsste so passen. Es müsste hier einer drinnen liegen. Ja. Der Dorfschulze ist anscheinend nicht da. Zimmer durchsuchen. Den Tisch. Mini-Brane. Die Leiter. Verflixt, wer ist da? Mist. Dann nochmal hier rein. Na komm, einmal geht schon noch. Den Tisch, dann eben, wenn es geht, eine Kiste. Zimmer durchsuchen. Die Leiter, den Ofen. Den Schrank. Wo ist dein Schrank? Nichts. Den Ofen. Ah, wer ist da? Verflixt. Da geht immer nur eines, glaube ich. Beziehungsweise zwei von der Seite, glaube ich, und zwei von der anderen Seite. So, glaube ich. So, glaube ich. So, jetzt dürfen wir die Leiter nochmal benutzen.
So. Was nicht? Oh, wer ist da verflixt? Was, echt? Verdammt, wie ging das dann? Der Coco, der Schokobo. Hallo. Und wie geht's hier weiter jetzt? Da müsste mal auch was sein, oder? Ah, der Wind steht auch noch still. Warte. Da gab's da oben, gab's ja auch noch was. Mein Erinnermilch ist wieder da. Da oben konnten wir vorher die Kiste nicht looten, weil hier immer alles sich gedreht hat. So, die erste. Ein Elixier. Und das zweite. Katyusha. Was? Katyusha. Was? Katyusha. Es gab, glaube ich, auch eine Reihenfolge, wie es richtig war. Ob hier jetzt der Ofen stimmt? Na, voll falsch. Ich dachte sonst im Kreis herum, ne? Aber das nimmt er irgendwie auch nicht. Zimmer durchsuchen. Beim Tisch. Nichts. Dann beim Schrank. Das ist interessant. Warte mal. Nochmal. Also Tisch, da ist er zufrieden. Das scheint auch das Einzige zu sein, was momentan hinhaut. Also Tisch ist okay. Vielleicht jetzt die Leiter? Na, das ist auch falsch. Vielleicht Tisch und Ofen. Das ist ja so eine Kombi. Ich hab's vergessen. Fällt auch gar nicht auf. So, einmal den Tisch. Nichts. Den Ofen. Na, das ist auch verkehrt. Verflixt. Habe ich es nämlich geschafft, dass der verschwinden tut? Was habe ich denn gemacht, bitteschön? Wenn ich den Schrank zuerst nehme. Uah, wer ist da? Na, das ist alles falsch. Also mit dem Tisch fängt es auf jeden Fall an. Vielleicht muss ich hier zweimal den Tisch durchsuchen. Tisch? Nichts. Nochmal den Tisch? Jetzt die Leiter? Aha, okay. Toll, er schläft tief und fest und das bringt sie trotzdem nichts. Ah, ich war schon. Stimmt. Gut, nochmal von vorn. Mann, ich bin schlecht, ich weiß. Ah, das ist, wenn man schon viele Jahre nicht mehr spielt, dann vergisst man solche Kleinigkeiten. Ich bin aber immerhin schon stolz, dass ich auf den überhaupt gedacht habe. Noch einmal. Nix. Noch einmal. Schnach. Okay, dann bleibt's gleich. Und jetzt müsste es gehen normalerweise. Jetzt müssten wir die Leiter machen dürfen. Nix. Toll. Wieder zum Tisch zurück. Was? Echt? Ach so, auf der Leiter bleiben. Ach so, nicht bewegen. Okay, nicht bewegen. Entschuldigung, mein Fail. Also nochmal Tisch. Die Leiter war leer. Dann fehlt ja nur mehr der Ofen eigentlich. Also Ofen. Yeah, den Schlüssel bekommen. Richtig, also beim Ofen bleiben. Obwohl eigentlich können wir jetzt aufwecken. Nichts mehr machen. Stimmt, so war das. Und da konnte man den Schlüssel jetzt einsetzen. Hier braucht man wohl einen speziellen Schlüssel. Der Schlüssel steht da geschrieben. Sehr speziell. Der Schlüssel. Sehr speziell. Ja, Schokobo, ne? Brave Schokobo. 30.000 Gil. Das habe ich auch vergessen. 30.000 Gil, meine Lieben. 30.000 Gil. Da ist etwas unter der Schatztruhe. Nehmen.
Nescafé erhalten. Wir haben alle Bohnen. Ich glaube, das waren jetzt alle Bohnensorten. Jetzt können wir das auch noch erfüllen. Herrschaftszeiten, wie geilo ist das denn? Ich habe vergessen, dass es solche Belohnungen gibt. Und ich bin gerade voll stolz. Voll stolz. Ja, dass wir das hinbekommen haben. Wir müssten jetzt alle Kaffeebohnen haben. Wir haben Shibo, Nescafé. Das sind also so berühmte Kaffeesorten. Ich muss immer lachen. Und die dritte habe ich vergessen. Eis. Sag bloß, sind das etwa die drei legendären Kaffeesorten? Mei, würdest du die drei nicht einem armen alten Mann überlassen? Aber freilich. Boah, ey, mir kommen gerade Tränen in die Augen. Oh, ich danke dir von Herzen. Du hast bestimmt hart dafür, also für sie kämpfen müssen. Naja, eigentlich sind sie nur rumgelegen, aber ist ja wurscht. Oh, dieser Duft und dieses herrliche Aroma. Ein lang ersehnter Traum geht für mich in Erfüllung. Dass ich das noch auf meine alten Tage erleben darf. Oh ja. Ich dachte schon, ich müsste von unten von dieser Welt gehen, ohne diese legendären Sorten hier gekostet zu haben. Ja. Ich werde dir das Modell schicken lassen. Ja. Das ist aber sehr nett. Und einen Erfolg haben wir auch bekommen, den ich wieder zu spät gelesen habe. 30.000 Gil. Super, jetzt haben wir 40.000 und ich glaube, es ist trotzdem zu wenig. Es ist leider trotzdem zu wenig. Ich muss leider Gottes noch ein bisschen Gil auftreiben für dich. Oder ich versuche einfach unser Glück. Ich probiere unser Glück im nächsten Part. Heute geht es sich ja nicht mehr aus, leider. Dass wir die Auktionäre ausstechen. Und dass wir dann ja einfach unsere 40.000 Gil dafür ausgeben. Vielleicht können wir auch das Radenschild dazu kaufen, das wäre echt super. Das wäre echt fein. Ja, du schneller Feuer, du. Kritischer noch, den wir auch mit einem normalen Schlag eingegangen sind alle. Ich glaube, er war gerade sauer. Sauber. Wenn ich so weitermache, kriegt er noch irgendwelche Fähigkeiten erlernt, aber ist ja bestimmt. Eine Goblin-Karte und ein kleines bisschen Gil. Ein kleines Batzerl Gil. La la la. So, hier wieder durch. Wir sind durch. Können wir eigentlich mit der Bahn fahren? Ich weiß es nicht einmal. Bitte durchlassen. Könnt ihr einen Passierschein vorweisen? Wenn nicht, kann ich euch leider nicht durchlassen. Einen Passierschein scheinst du ja zu haben. Moment, ich mach gleich auf. Freilich haben wir sowas. Und tschüss. Weil da unten gibt es nämlich auch noch was zu holen. Ich hoffe nur, dass die Bahn funktioniert. Servus. Hey, herzlich willkommen, ich meine, wie soll ich sagen, auf jeden Fall, naja, denke ich. Was? Seid willkommen. Wir haben, glaube ich, noch genügend Klumpert. Ja, brauchen wir nichts. Wir brauchen nichts. So. Bitte, ich möchte weiterreisen. Da unser Nebelantrieb ohne Nebel nicht funktioniert, ist die Bahn bis auf weiteres erstmal stillgelegt. Kruze Türken! Das gibt's ja nicht. Ich muss ja da. Also, echt, das ist scheiße. Ich wollte da unten eine Kiste holen, da muss das eben anders gehen. Das muss anders gehen. So, ruck. So, nix wie raus hier. So, ich will da durch und tschüss. Und der Part ist auch schon wieder zu Ende.
Bevor ich dann in den nächsten Gegner laufe, werden wir das hier gleich beenden und im nächsten Part werden wir probieren, ja, den Martenschild und den Dunkelkristall per Auktion zu gewinnen. Ja, hoffen wir das Beste. Ihr Lieben, am liebsten würde ich nämlich alles gewinnen, wollte ich noch sagen. Ihr Lieben, ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wer das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!